Ja, wir befinden uns hier in der Neurologie am Altmark-Klinikum in Gardelegen. Das Altmark-Klinikum verfügt über keine eigene neurologische Klinik, deswegen sind wir angebunden an die Klinik für Innere Medizin. Wir verfügen im Moment im Klinikum über 6 Akutbetten, in denen Patienten mit akuten neurologischen Erkrankungen behandelt werden können. Das sind natürlich in der Regel Schlaganfallpatienten. Unser Behandlungsspektrum ist allerdings doch breiter. Also wir können im Prinzip erstmal alle neurologischen Erkrankungen aufnehmen und entsprechend auch die Behandlung und Diagnostik einleiten, da wir sozusagen in Union mit dem neurologischen Fachklinikum in Ocht-Springe verbunden sind und dann auch entsprechend bei Erfordernis Patienten dort in dieser Abteilung weiterleiten können, um da weitergehende Untersuchungen durchzuführen, die hier in diesem Klinikum nicht möglich sind. Also wir in unserer Abteilung können eigentlich alles anbieten, was zur Akutbehandlung des Schlaganfalls erforderlich ist. Das, was natürlich medikamentöse Behandlung betrifft, die auch die Überwachung der Patienten entsprechend monitoren. Und natürlich auch die frühe Rehabilitation, das heißt, innerhalb der ersten 24 Stunden sowohl Physiotherapie, Logopädie, also Sprachtherapie, und auch die Ergotherapie, die Arbeitstherapie, die im Prinzip die Dinge des täglichen Bedarfs sozusagen, was man können muss, schult, dass es sofort einsetzt. Ne? Das ist alles gewährleistet. Schlaganfallpatienten haben natürlich immer auch Probleme und die internistischer Natur sind. Letztlich ist der Schlaganfall ja in der Regel, zumindest bei älteren Menschen, eine Folge von Risikofaktoren, die zu Gefäß- und Herzschädigung führen, also hoher Blutdruck, Diabetes, solche Dinge. Bestimmte Formen von Herzrhythmusstörungen sind eine häufige Ursache von Schlaganfällen und das ist natürlich angenehm, dass wir hier auch gleich die enge Zusammenarbeit mit den Internisten haben und da auch für die Behandlung sozusagen, die auch für die Behandlung zur Verfügung stehen und uns da gegebenenfalls beraten können. Also das Altmark-Klinikum bietet, wie ich schon sagte, in erster Linie mal eine sehr gute interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das heißt, dass hier verschiedene Fachgebiete gut zusammenarbeiten und dass auch das Klima entsprechend des Teams sehr gut ist. Auch die Zusammenarbeit mit der Pflege ist wirklich sehr gut. Und ich bin der Meinung, man sieht hier wirklich viele Krankheitsbilder, die also wirklich das Leben als Arzt interessant machen, sagen wir es mal so. Und es ist halt auch sehr schön, dass man immer die Möglichkeit hat, sich auch von anderen Kollegen entsprechend helfen und beraten zu lassen. Genauso wie ich natürlich auch da den anderen Kollegen zur Seite stehe. Das macht sehr viel Spaß.